zusammen. Lang, lang ist's her. Da hatte ich mir die Mimi Box Tinkerbell bestellt und Cinderella. Und die möchte ich euch heute zeigen. Ich denke, ich werde da zwei Videos draus machen. Auf jeden Fall fange ich einmal an mit der Tinkerbell. Und ich hätte die Videos natürlich schon längst mal machen können, aber irgendwie, die waren ausverkauft. Und dann waren andere Sachen wichtiger und dann habe ich es liegen lassen. Und jetzt, seit heute, sind diese Boxen aber aktuell wieder zu bekommen. Ich weiß nicht, wie lang, weil die Sachen natürlich immer echt recht schnell ausverkauft sind. Ich weiß auch nicht, ob die da irgendwie vielleicht nur 10 Boxen von liegen haben oder ob das tatsächlich hunderte Leute dann gleichzeitig bestellen. Zu viel Spuck im Mund. Und auf jeden Fall wollte ich euch deswegen jetzt einmal die Tinkerbell und die Cinderella Box zeigen. Das andere Video verlinke ich euch dann dementsprechend. Und vielleicht habt ihr ja Interesse dran und wollt sie euch noch bestellen. 29 $ kostet die Box plus $6,99 Porto. Wenn ihr es vor Weihnachten noch haben wollt, ich denke, das könnte noch klappen. Dann müsstet ihr allerdings Express wählen. Das kostet $18,99. Aber ich denke, das könnte vielleicht sogar noch hinhauen vor Weihnachten. Lege ich natürlich meine Hand nicht für ins Feuer, aber ja, ich bin da zuversichtlich. Und zwar, also Princess Box, Tinkerbell. Ich mach mal der Reihenfolge nach. Und zwar haben wir da als erstes, und zwar haben wir hier diese kleine Packung. Wow, fantastic. Clavy Ice Cream. Achso, über Hals und hier, wie heißt das? Collarbone. Wie heißt denn diese Knochen? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das kann man bei der Dame hier ganz gut erkennen. Ich komme jetzt echt gerade nicht drauf, wie dieser Knochen heißt. Wurscht. Auf jeden Fall ist das wohl so ein Schimmer, so eine Schimmerlotion. Oh ja. Oh, die riecht auch sehr gut. Ich hoffe, man kann den Schimmer ein bisschen erkennen. Ich weiß nicht, warum das so ein... Ja, da könnte sicherlich ein halber Zentimeter mehr von rein, von der Flüssigkeit. Aber ich denke mal, so viel werde ich da auch nicht von benutzen, sondern wirklich nur so ganz dezent. Das sind 10 Gramm und die kosten $8. Dann haben wir ein Pigment von Rye in der Farbe 03 Peach Peach. Na komm. Oh wow, es ist ein... Ne, es sieht aus wie ein Glastiegelchen, ist aber Plastik, würde ich sagen. Es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Und da ist... Oh, wow. Jetzt darf ich das natürlich nicht verschütten, ne? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist wirklich... Oh mein Gott! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Ihr könnt das gar nicht sehen, oder? Ich bin über und über mit Glitzer bestreut, auch die Hose. Oh nein! Und ich sag noch, ich muss aufpassen. Oh Gott, die Hose sieht aus. Jetzt glitzere ich wirklich wie so ein Tannenbaum. Und die Hälfte ist... Mal gut, dass man nicht so viel braucht für die Augen. Oh nein, ich bin aber auch ein Dösbaddel. Also entweder fällt mir was runter. Ich meine, das habe ich auch noch nicht geschafft, dass ich mich total beschütte. Oh Mann, ey. Ja, und so sieht meine Hose jetzt aus. Klasse, ne? Das geht auch nicht ab. Zum ersten Mal an, gleich direkt mit Goldstaub drauf. Mal gut, dass Wochenende ist, ne?
Ja, jetzt habe ich auch glitzernde Hände. Na gut, ist ja Weihnachten, ist ja nicht so, dass es nicht passt. Das kostet 12 Dollar. Jetzt habe ich nur noch einen Wert von 6 Dollar wahrscheinlich drin. Aber sieht sehr schön aus. Und das kann man eben entweder mit dem Finger oder mit einem Pinsel over your, also auf das Augenlid auftupfen. Ja, ja, ja. Nummer 3 ist ein Blues Shiny Primer. Der kostet 34 Dollar. Apply a thin coat of the primer all over the face to prep. Verzeihung. Wahrscheinlich habe ich auch von diesem Staub jetzt, Glitterstaub in meinen Lungen. So sieht das Ganze aus. Und, oh, der ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ganz leicht blau, ein helles Blau. Ja, und das gibt man eben, bevor man sich mit Make-up zuklatscht auf seine Haut. Die Grundierung sozusagen. Und es riecht leicht nach Zitrone, also zitruslastig. Aber es ist angenehm, also ganz, ganz dezent nach Zitrone. Himmel, Herbert. Ich hätte natürlich nichts zu trinken hier mitgenommen, aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass ich Lidschatten einatme. So, Nummer 4 ist ein Lipgloss. Moment, welcher ist das? Das ist das hier. Von Riversen Moisture Shine Lip Gloss. 16 Dollar. Den habe ich in der Farbe 01. 01 klingt ja irgendwie relativ schlicht, ne? Ja. Das ist einfach nur so ein... Good quality and fantastic color for a professional makeup artist. Was ich natürlich bin, ne? Ja, ein durchsichtiger, nach nichts riechender Lipgloss. Schmeckt nach nichts, riecht nach nichts. Ach, so einen durchsichtigen Lipgloss kann man eigentlich auch immer gebrauchen, ne? Wenn man irgendwie mal ein bisschen was aufpeppen will oder sowas. Er klebt auch nicht. Er fühlt sich echt angenehm an. Fast wie so eine Pflege ein bisschen. Aber hier steht ja auch Moisture Shine. Protecting and moisturizing lips. It makes your lips healthy and beauty. Also er fühlt sich echt angenehm an. So, hatte ich den Preis gesagt, das waren 16 Dollar. Jetzt kommen wir zu Tony Moly, das kenne ich nur inzwischen auch. Und zwar ist das ein Crystal Tear Glitter Eyeliner in White. Ja, es ist eher so ein silbriges Weiß. Draw along your tear line, where your lower eyelashes are. Ist ja witzig, dass sie das dazu schreiben. Also extra auf die untere Linie. Und to finish off eye makeup kostet 7 Dollar. Mhm. Soll vielleicht die Augen so ein bisschen öffnen, denke ich mal. Cool. Der müsste dann ja eigentlich relativ gut halten, ne? Weil da unten ist ja immer, da ist ja immer die ganze Flüssigkeit, wenn ihr eure Augen bewegt. Und das sollte dann da drauf halten. Bin ich ja mal gespannt. Und nun kommen wir zu was wohl auch so ein bisschen glittert. Oder hier steht was von Glow On Shimmer Light. Das ist auf jeden Fall eine total süße Verpackung, finde ich. Und nicht wundern, ich habe die Nägel schon weiß. Ich hatte das gestern gemacht, allerdings bin ich dann natürlich damit zur Arbeit gegangen und Hannah hat mir heute Morgen noch 2. Das sind ganz normale Aufkleber. Damit hatte sie einen Karton beklebt und ja, die wollte sie mir dann auf die Fingernägel kleben. Das sind 2 Blumen. Und ich wollte zum allerersten Mal mich im Stamping versuchen heute Abend, aber ich glaube, ich muss da nochmal eine Schicht weiß rübergeben, weil also durch die Arbeit ist natürlich alles, das sieht nicht mehr so ganz schön aus, also muss ich mal gucken und ob ich die Blumen wieder abkriege hier. So, also das ist 14 Dollar. Use the attached brush to apply a small amount of the highlight. Ach so, das ist ein Highlighter over T-Zone,
Dark Circles and Wherever You Wish. Okay, also ja, ein Highlighter. Also den könnt ihr hier oder eben auch, naja, T-Zone mache ich speziell immer so gar nicht, weil ich glänze von Haus aus schon in der T-Zone. Aber ich denke auch hier oben an den Schläfen. So, machen wir mal auf. Ein Goodbye-Produkt, was auch immer das heißt. Ist auf jeden Fall auch eine ganz süße Flasche. Und ist das ein Pulver? Ja, tatsächlich ist ein Pulver. Mit Pulver habe ich ja, also ich muss mir nachher echt eine andere Hose anziehen. So kann ich Hannah nicht vom Kindergarten. Ach nee, das ist doch kein Pulver. Das sieht aus wie ein Pulver hier drin. Ach, ich hätte das vielleicht schütteln müssen. Oh ja, kann man auch hören, da ist eine kleine Kugel drin. Ja, jetzt läuft das. Und das ist wie so ein Nagellack, so ein Pinselchen. Das war natürlich ein bisschen viel wieder des Guten. Oh. Also das ist auf jeden Fall ein Highlighter, würde ich sagen. Der highlightet richtig. Da darf man dann auch nicht zu viel nehmen, sonst sieht man selber aus wie eine Christbaumkugel. Ja, das war die Mimi Box Tinkerbell. Da haben wir einen Wert von 90 Dollar, ein Wert. Da kann man nicht meckern und man kann sich nicht beschweren, dass keine dekorative Kosmetik mit drin ist. Ist es auf jeden Fall. Also die Box gefällt mir schon mal sehr gut und jetzt klickt ihr am besten einmal hier auf der Blume und dann kommt ihr direkt weiter zu dem Cinderella Unboxing. Alle Infos zur Mimi Box inklusive 5 Dollar Gutscheincode schreibe ich euch unten in die Infobox. Tschüss!